Du startest mal das Video. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir wieder bei unserem Haus- und Hofprüfstand bei der Firma Kohr in Launau. Und wir wollen mal sehen, was denn unsere neuen Nockenwellen gebracht haben. Auto ist auf dem Prüfstand. Motorbrücke ist wieder drauf, damit es nicht durchdreht. WD-40 ist vorbereitet, damit die Reifen schön weich werden. Was machen wir jetzt? Wir haben die mechanischen Nockenwellen drin, haben Ventilspiel nochmal eingestellt mit den passenden Lashcaps. Vielen Dank nochmal an CatCamps für die schnelle Lieferung. Jetzt habe ich die Software so vorbereitet, dass wir 1:1 das nochmal messen, wie wir letztes Mal hier weggefahren sind. Das waren so ungefähr 2,4 Bar. Und was war das? 950 PS knapp, ne? Ja, 47 oder so, ja. So, anschließend, Drehzahl heben wir nicht an, lassen alles gleich zu eins gleich. Anschließend vergleichen wir im Lok A, hat sich der Ladedruck verändert, mehr oder weniger geworden. Gut wäre es, wenn er weniger wird und die Leistung gleich bleibt. Und wir gucken uns den Lambda-Wert an, weil man kann am Lambda-Wert relativ schnell und gut sehen, beziehungsweise der Regelung, wo wir uns befinden, weil wenn jetzt durch die besseren Nockenwellen mehr Sauerstoff in den Brennraum kommt, wird logischerweise das Gemisch, was hinten rauskommt, magerer. Das heißt, wenn wir einen mageren Lambda-Wert haben, haben wir alles richtig gemacht. Aber das gucken wir uns jetzt an. Du meinst gerade, dass ihr die Drehzahl nicht angehoben habt. Mhm. Aber rein theoretisch könnte er mehr Drehzahl. Okay. Das ist dann jetzt also elektronisch begrenzt. Genau, ist jetzt ganz normal Drehzahlbegrenzer wie gehabt. Wir gucken uns die Kurve an. Wenn die Kurve natürlich jetzt kurz vorm Begrenzer immer noch weiter hoch geht, heben wir die Drehzahl natürlich an. Mhm. Wenn da eh keine Leistung mehr kommt, brauchen wir den Motor auch nicht unnötig quälen hier auf dem Prüfstand. Ne? Na ja, klar. Deswegen, das ist jetzt erstmal ein reiner Sicherheitslauf. Ja, wir gehen auf jeden Fall schon mal mit 862 PS und 1000 Newtonmeter ins Rennen. Bei 6000 Newtonmeter. Und genau bei 6000 hat er abgebrochen. Also da war jetzt irgendein Boost-Cut. Und das müssen wir uns im Lauf jetzt mal angucken, was da gerade passiert ist. So, jetzt können wir hier links reingucken. Fuel Cut Reason. Pass auf, ich zeig dir, was passiert da ist. Selten dämlich. Hier TPS. Warte mal, ich mach's mal weg. TPS, Drosselklappenstellung. 100% heißt Vollgas. Mhm. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Blaue Linie Ladedruck. Ab da geht Ladedruck runter, ne? Mhm. Warum? Ich habe das Kupplungspedal getippt. Und Flatshift ist reingegangen. Ja, siehst du, das habe ich beim Lauf auch zweimal gemacht. Das war quasi gerade wirklich empfindlich. Das war ein Schaltvorgang bei 6000. Hat aber geknallt wie was weiß ich. Okay, also ganz wichtig fürs nächsten Lauf: Dein Kupplungspedalschalter muss scheinbar wirklich anliegen. Also der muss beim Antippen schon auslösen. Ne? So, der muss viel weiter rein und ich muss wirklich den Fuß runternehmen. Ich bin aber immer einer, ich habe den Fuß mal leichter. Ich auch, deswegen bin ich so aus Schiss, dass ich halt sofort reintreten kann. Das muss ich vor dem nächsten Event unbedingt reinhaben. Okay, wir gucken mal trotzdem, was wir auswerten können. Er hat 2,5 Bar gemacht, ist tendenziell ja gleich bis vielleicht ein Atümchen mehr. Zündung stand definitiv voll da. Und Lambda-Wert passt ehrlich gesagt auch ganz gut zu dem, was im Kennfeld steht. Guck mal, er ist fast keine Korrektur gefahren. Hier unten raus, ja, der Lader scheint definitiv, ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, besser zu kommen, weil er anfettet. Okay. Und dann sieht das so ganz gut aus. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir legen jetzt einfach mal in diese Kurve den Lauf rein. So, wir haben jetzt mal die alte Kurve und die neue übereinander gelegt. Blau ist neu, rot ist alt. Ansprechverhalten sind wir auf jeden Fall nicht schlechter geworden. Auch nicht besser, ist ziemlich identisch beides. Und da war, man sieht so aus, als wenn es in dem Moment ein bisschen, ne? Aber der interessante Bereich ist ja hier dahin. So, das heißt, jetzt muss ich Fuß stillhalten und wir hoffen mal, dass ich nicht wieder drauf komme.
So. Okay. Also, Drehzahl passt, nur 7,5 gedreht, da habe ich definitiv die Kupplung getreten. Praktisch sehen wir allerdings, dass ab 6200 die Leistung stehen bleibt und nicht weitergeht. Und wir dann bei 916 PS am Ende landen. Sonst sind wir schon ähnlich dem letzten Mal, wo wir hier abgebrochen haben. Okay, das heißt, wir müssen mal einen Laptop nehmen und müssen mal gucken. So, also das sieht man jetzt relativ einfach. Und zwar, er hat ungefähr ab, ich sag jetzt mal 6,5. Das ist auch genau da, wo die Kurve gerade bleibt, ne? Ist er mit dem Ladedruck runtergegangen. Von 2,45 bar bis abfallend auf sogar nur oben raus 3,1, also 2,1 bar. Mhm. So, das heißt, oben raus ist es jetzt definitiv so, dass Druck runtergeht. Warum macht er das? Das kann ich dir noch nicht sagen. Gibt es immer zwei Varianten. Variante 1 ist, er taktet einfach auch weniger. Mhm. Also er will weniger haben. Was aber eigentlich nicht sein kann. Ich tippe einfach drauf, die Taktung, die er fährt, ist jetzt in dem Fall er hat definitiv nicht geregelt. Mhm. Also er ist das gefahren. Wir haben unsere Geschwindigkeitserkennung an den Hinterrädern. Jetzt sind die Hinterräder logischerweise nicht mehr angetrieben, weil es Frontantrieb. Deswegen müssen wir eigentlich erstmal alles wieder umschreiben. Und jetzt haben wir den Fehler gefunden. Ich hatte schon im vierten Gang den Ladedruck freigegeben. Problem ist aber, dass er gar nicht erkennt, dass wir die Gänge drin haben. Und er denkt somit, wir sind im ersten Gang. Und ich hatte im ersten Gang noch vom letzten Event die Drosselklappe auf maximal 50% öffnen lassen. So, und wenn man jetzt hier unten reinguckt, das ist halt das Coole an diesen Loks. TPS ist Drosselklappe, TPS ist Pedalstellung und DBF Position ist quasi die Drosselklappe. Und ich gebe wundervoll Vollgas mit knapp 100% und die Drosselklappe ist die ganze Zeit nur 50% auf. Jetzt ist sogar das Krasse, oben raus wird die Drosselklappe zusätzlich sogar noch zugedrückt von dem Luftstrom, weil sie halt nicht ganz aufsteht. Ne? Also die nächste Messung für die Tonne, wir müssen leider nochmal messen. Aber 50% Drosselklappe und trotzdem 916 PS heißt ja nicht, dass wir das Doppelte an Leistung gleich haben bei 100% Klappenstellung, oder? Sollte es so sein, fährt Lima ja nackt nach Hause heute. Auf jeden Fall immer abartig, wenn du da drin sitzt, wie das dann losgeht, ist wirklich immer. Ich bin gespannt, was du sagst, wenn du das erste Mal damit runtergefahren bist. Wirklich wieder brutal. So, das sieht doch schon mal besser aus. So, das waren jetzt 946 PS. Newtonmeter. Jetzt müssen wir hier mal zahlreiche Kurven wegmachen, damit man hier auch ein bisschen was sieht. So, das war jetzt gerade unsere Messung. Nicht voll ausgedreht, ein bisschen früher angefangen. Ich weiß nicht, ob ich das reflexartig war oder eher doch durchgedreht habe. Mhm. Ja, 951 PS kann ich irgendwann anbieten. Ja. Ich hole mal Laptop.
Sagst du das jetzt? Könnte mehr sein, ne? Nee, wenn man daneben steht, ist man in jedem Lauf froh, wenn alles dran ist. Du stehst ja noch nicht mal daneben. Ich stehe da hinten in der Ecke, um für euch die Aufnahmen zu machen und der Bauer des Autos geht nach draußen. Ja, aber bei dir ist mehr Masse, da werden mehr Teile abgefedert. Weißt du, bei mir schlägt es direkt irgendwie Knochen durch. So, also, ich kann anbieten. Der Ladedruck steht jetzt wie angenagelt. Fängt an mit 2,5. Und hat dann oben raus am Ende 2,4,1. So, ich habe bis hierhin Vollgas gegeben, bis 7.400 Umdrehungen. Könnte minimal gedreht haben. Sieht aber ganz passig aus. Laut Prüfstand sind 7,2, ne? Mhm. Ist schon ein Tucken weniger. 7,3. Ja, Drosselklappe war auf jeden Fall voll auf. Ansauglufttemperatur 30 Grad. Abgastemperaturen 700, 800, 700, 800. Also Abgastemperatur, finde ich, ist deutlich weniger. Mhm. Wir sind jetzt im Schnitt bei noch unter 800 Grad. Das ist wirklich, wirklich entspannt. Zündung. Ist das jetzt, welche Sonne siehst du da vorm Lader? Alle. Ich habe hier jetzt gerade alle in der Übersicht. Ich habe hier jetzt alle. Gegendruck, Abgasgegendruck siedelt sich jetzt so bei 3,5, 4 Bar an. Lambda fährt genau nach Kennfeld. Wir lassen ihn halt noch relativ fett immer noch fahren mit 0,78. Mhm. Ne? Aber da ist er hier die ganze Zeit so 2-3% am Regeln. Tendenziell ist er aber zu mager. In einem Bereich hier sogar, wo der Lader kommt, bei 6000, da wo wir auch gefühlt ein bisschen stärker waren, da macht er sogar bis 10%. Mhm. Ja. Sieht doch aber vom Verlauf so aus, als würden wir die Wellen erstmal nicht verstellen, oder? An sich eigentlich nicht. Wir können jetzt noch einmal die alte Kurve rüberlegen. So, dann sind wir schon tendenziell eher ein bisschen stärker. Ich bin mir wirklich noch nicht sicher, ob er nicht doch durchgedreht hat. Ja, oder guck mal, rutscht, ne? Oder so. Weißt wenn du selbst sagst, ne? Also ja, klar, von außen, ich hab's, also bevor du abgebrochen hast, hat es schon einmal geknallt, fand ich. Deswegen hat er mich das gewundert. Für mich war es sehr verständlich, dass er durchgedreht hat. Aber kann ja auch sein, dass halt immer jetzt die Kupplung am Ende fehlt, werden sehen, ne? Nee, das wird schon noch. So, aber auf jeden Fall, der Bereich davor ist definitiv ein Tucken stärker. Das ist auch der Bereich hier, wo halt dann auch dementsprechend zu mager ist, ne? Mhm. Weil halt einfach mehr Luft im Brennraum drin ist. Und oben raus können wir noch definitiv keine Steigerung feststellen bei gleichem Druck. Das heißt, wir müssten jetzt ein bisschen Druck stellen. Problem ist, wir können die Wellen auch nicht noch mehr Richtung Leistung stellen. Na, ist auch unten wieder ein Toter, ne? Ja. Aber überlegen wir. Also, wir haben uns jetzt überlegt, es gibt hier zwei Varianten. Entweder wir fangen jetzt wieder an und verstellen die Nockenwellen. Wir wollen aber erstmal einfach nochmal eine Messung machen, wo wir den Ladedruck nach oben schieben. Und uns dann gerne nochmal die Kurve passend dazu angucken. Ich werde diesmal nicht so ruckartig die Kupplung treten, sondern wir fahren ein bisschen mehr in den Bremser rein wie die letzten Male und gucken uns dann die Kurve an, weil wir sind uns nicht sicher, ob mich die Räder auch ein bisschen gedreht haben. Das heißt, das müssen wir auch ein bisschen im Auge behalten. Und dann gucken wir mal. Das ist jetzt ähnlich wie die 299. Sind wir jetzt bei 990,99 PS mit schlanken 1065 Newtonmeter auf das Getriebe. Das waren jetzt ungefähr 2,7 Bar, deswegen ist der mittlere Bereich so krass, oben raus 2,5. Mhm.
Bar. So, die rote Linie hier ist die letzte Messung, also die Messung vom letzten Mal Prüfstand, und die grüne ist die neue. So, und dazwischen liegen noch nicht mal 0,1 Bar Ladedruck. Das heißt, das ist nicht viel Unterschied im Druck, aber dann schon von der Leistung her mehr. Also ich sag mal so, wir sind mit den Wellen jetzt nicht auf dem schlechtesten Weg. Problem ist, was heißt Problem? Wenn ich mir das jetzt hier angucke, Abgastemperatur ist mal so richtig human. Da sind wir jetzt 860, 840, 856, 870, 70, 840. Ja, 850 Grad, ne? Ja. Das ist natürlich mal, ist entspannt, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall entspannt. Zündung war voll da. Dann kann ich euch nochmal einmal Klopfen zeigen. Klopfen ist soweit auch okay. Ja. Lambda-Wert passt. Also, was uns jetzt gerade so ein bisschen wundert, ist vom Datalog her, ist alles vollkommen in Ordnung. Und wir haben keine Erklärung dafür, warum hier, wir sind gerade bei der grünen Linie, A, die Differenz, wir haben gleich eingemessen, gleich einen Begrenzer, wir haben aber hier einen Drehzahlunterschied von 400 Umdrehungen und zusätzlich dieser Knick hier drin. Meine Vermutung ist, dass wir wirklich langsam Traktionsgrenze kommen, der ab hier anfängt ein bisschen zu drehen, deswegen oben raus auch der Druck runtergeht. Das ist natürlich alles nur im kleinsten Bereich, ne? Und am Ende der Prüfstand gar nicht erkennt, dass der Motor so weit dreht, weil der holt sich ja die Drehzahl nur in die Geschwindigkeit. So, und das war ja dieser ultra-softe Begrenzer von uns, ne? Genau über 300 Umdrehungen wie eingestellt, den hast du hier auch nicht. Hier sind es ja nur 1-200 Umdrehungen, ne? So, deswegen, das ist jetzt ein Problem. Da würde ich sagen, müssen wir nochmal gucken. Was ist dein Luftdruck an den Reifen drauf? 1,5. Gute Frage. Also eigentlich müsste man jetzt wieder auf die mit dem Druck runtergehen und müsste wieder komplett anfangen, die Nockenwelle als Gegenkorrektur nochmal in eine andere Richtung zu verstellen. Weil sie ansprechen ja gut macht. Genau, ansprechen ist gut, aber es ist halt alles im Wald tippen, so ungefähr im Dunkeln, solange man nicht immer noch eine, es kann ja auch sein, dass Ansprechen auf einmal so ist. Ne? Ja. Wobei wir Ansprechen eh gar nicht brauchen, weil du wirst niemals in den Bereich fahren. Ja, oder es wird durchtrennen halt, ja. Schwierige Entscheidung, wir überlegen mal. So, also ich wollte es nicht sagen, aber beim Abtouren über die letzten beiden Läufe hat auf einmal so Makrolonschall, merkt man es ja sofort, wenn die sofort anfangen zu vibrieren. Und ja, für heute ist leider definitiv Feierabend, weil, guckt euch den Reifen an. Das ist gerade mal so noch gut gegangen. Der schmeißt sowohl hier Beulen als auch richtig auf der Fläche Beulen. Ja, also ziehen wir das Auto so krass mittlerweile runter, dass die Flanke es nicht kann. Und das, obwohl das schon so eine harte Flanke ist, ne? Ja. Okay. Somit ist für heute auf jeden Fall erstmal Feierabend. Wir haben zum Glück noch Reifen. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall mit den Wellen auf dem richtigen Weg, weil man darf ja nicht vergessen, du kannst ja auch noch 500 Umdrehungen weiter drehen. Das würde ich auch definitiv machen. Nicht, weil da noch die Leistungskurve so weitergeht, sondern weil halt einfach Schaltanschlüsse und so weiter zehnmal geiler sind. Ne? So. Das heißt, machen wir wieder auf dem Event. Genau. Mal gucken, ob noch genug Zeit bleibt. Vielleicht nochmal auf dem Prüfstand. Wenn nicht, geht es natürlich weiter auf dem Race 1000. So. Aber das Gute ist schon mal, es ist alles drin geblieben. Ja, der Motor werde ich mir hinter ins Wohnzimmer stellen. Also Lashcaps, die Downpipe dazu. Lashcaps sind top, Öldruck ist weiterhin konstant. Ach so, ja, nee. Ich habe von Motul so kleine Ölfläschchen bekommen. Wir werden jetzt tatsächlich mal eine Ölanalyse machen, haben die angeboten. Weil die haben, sie nennen ihn den Ölguru bei sich. Den lernt er dann nämlich auch kennen. Wir schicken das Öl mal ein und schicken dazu, passen natürlich neues 20W60 ein und gucken mal, was dabei rauskommt. Ne? Bin ich auch mal gespannt. Wenn es schlecht ist, sag es lieber nicht vom Race. Nee, alles gut. Ja, so viel dazu. Feierabend. Bald geht's weiter. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Core Tuning Werk Launau, dass wir den Prüfstand mal wieder benutzen durften. Wirklich extrem geil, weil man kann hier Krach machen und schön hoch
kalt und so weiter. Und deswegen gibt es hier gerade auch eine kleine witzige Aktion. Und zwar, wenn ihr euer Auto hier Software optimieren lasst und auf dem Prüfstand wart, oder auch wenn er nicht auf dem Prüfstand wart, ist auch egal. Fakt ist, 14 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also falls ihr euch nach ein, zwei Tagen sagt, nee, das gefällt mir nicht, dann könnt ihr einfach zurückkommen. Fand ich cool, wollte ich euch nur mitteilen. Vielen Dank für den Prüfstand. So, wir hätten euch jetzt eigentlich gerne im Anschluss das Race 1000 gezeigt, mit einigen Upgrades, aber hat leider nicht stattgefunden, hat geregnet. Und deswegen gehen wir jetzt zur Sekunde nochmal auf die Upgrades ein, die eigentlich hätten erst beim Race 1000 kommen sollen. Und genau deswegen kriegt ihr jetzt erstmal kurz den Zeit einfach. Entschuldigt die Schweißperlen, es sind mal wieder dezente 35 Grad hier in Hannover. Ich würde sagen, wir gehen mal gucken, was ich bisher geschafft habe. So, ich habe jetzt bestimmt, wie meine Lippe grob aussehen soll. Hier vorne mit dem Draht unter der Alufolie, ich hoffe, man sieht das. Und ich möchte also hier auch so eine leichte, ja, ich sag mal, so eine Abrisskante haben, die die Luft so ein bisschen am Reifen vorbeileitet, damit der Reifen auch nicht so im Wind steht und somit bremst. So, mit der Alufolie erhoffe ich mir, dass ich das alles wieder gut abkriege hinterher. Das wurde mir so von einem Kumpel gesagt. Ich hoffe mal, das klappt so. Und die Pappe dient nur so ein bisschen als Schleifform, dass ich den Bauschaum hinterher so ein bisschen, dass ich so ein paar Anhaltspunkte habe, wo ich, wie tief ich möchte, wie weit ich runterschleifen soll. Ja, dann habe ich so ein paar Löcher in die alte Lippe gebohrt, wo sich der Bauschaum dann nochmal so ein bisschen verankern soll. Und schlussendlich dient das ja dann eh alles nur als Form. Wir werden das dann eh noch in GFK laminieren. Ja, ich würde sagen, ich hole mal Bauschaum. Dann geht's ab. Ja, ihr habt gerade gesehen, wie Marius aus dem Nix eine neue Frontlippe gebaut hat hier vorne. Zumindest erstmal aus Bauschaum. Genau, die ersten Schritte. Das fertige Ergebnis nach etlichen Stunden zusätzlicher Hilfsarbeit von unserem netten Kumpel Carlos ist dann tatsächlich eine Lippe raus geworden. Und ich muss wirklich sagen, die ist geil geworden. Man hat es zwischenzeitlich nicht gedacht, aber... So für den allerersten Prototyp in 4 Wochen kann das schon was. Jetzt kurz zur Lippe. Was haben wir uns dabei gedacht? Das freuen wir auch. Wir hatten so ein bisschen die Befürchtung, dass beim letzten Race, wo du die 301 gefahren bist, das Auto vorne tatsächlich schon entlastet wird und somit logischerweise die Traktion immer, immer schlechter wird. Weil wir haben gesehen, dass die G-Kraft immer, immer weniger wurde. Das ist theoretisch normal, weil ja von vorne die Kraft von der Luft mit steigender Geschwindigkeit immer stärker wird. Mhm. Also das Auto wird stärker abgebremst. Aber nichtsdestotrotz kann man theoretisch diese Aerodynamik nutzen und die Vorderachse wieder runterdrücken und in dem Moment mehr Leistung fahren. Genau. So, am liebsten hätten wir natürlich ans Fahrwerk irgendwelche Sensoren gemacht, dass man einfach sehen kann, wie er vorne hinten ein- und ausfedert. Gefühlt, den Videos zu beurteilen, bin ich aber der Meinung, dass er so 2 cm schon ausgefedert ist. Was natürlich
gerade auch vom Winkel her, weil wenn er dann ganz leicht vorne hoch steht, hat man natürlich die ganze Fläche. Ja, plus also die Slicks dehnen sich halt aus und machen Außenballon. Ne? Genau, die werden vorne auch noch größer. Ja. War das alles so nicht optimal, war schon brutal schnell oben raus. Aber ich glaube, da kann man trotzdem ab 200 nochmal richtig was holen. Und deswegen hatten wir uns dann überlegt, wir müssen hier vorne eine Lippe runterklatschen, die irgendwie ein wenig Anpressdruck erzeugt. Theoretisch. Und dann ist hier diese, ja, eigentlich ist sie ja fast Golf 1-artig, ne? Ja, so ein bisschen was von einer Pirelli-Lippe. So, ja. Genau, mit schlanken, was weiß ich, was sind das hier, 12 cm ja, oder so? 12, 13 cm sind das, ja. Jegliche Luft muss jetzt durch den Ladenkühler, was auch schon mal Vorteil ist. Wir hatten zwar rein gar keine Probleme mit der Ladelufttemperatur, aber kann auch nicht schaden. Ne? So, dann an den Seiten sollte diese ein bisschen auslaufen nach unten hin, dass wir den Reifen, das ist nämlich ein Riesenproblem, auch in der Formel 1 sogar, dass die Reifen logischerweise hier komplett in der Anströmfläche stehen und komplett eckig sind. Auch aerodynamisch sehr, sehr, sehr schlecht, geht meistens nun mal nicht anders. Aber jetzt in dem Prototypen haben wir das Ganze hier unten ein bisschen rausgezogen, hier der Verbreiterung angepasst und versuchen so die Luft an dem Rad dran vorbeizuhalten. Ja, man hätte es theoretisch noch weitermachen müssen, aber es sollte auch noch so ein bisschen optisch ansprechend sein. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Ich werde auch viel Hasskommentare für ernten, aber ja, wir wollen es auch nicht zu krass machen, deswegen haben wir jetzt so... Sollte Kompromiss werden aus Funktion und Optik. Genau. Man darf jetzt nicht vergessen, der Reifen zieht sich definitiv hier zusammen. Ne? Ja. Also der kommt mindestens bei 300 cm rein, ohne Probleme. Mhm. Und dann passt das schon. Also ich würde schon sagen, mit, jetzt kommen ja am Ende kommen ja auch immer noch diese Kappen auf die Felge drauf, dass die Felge komplett zu ist. Hast du gerade irgendwo hier, das haben wir einen hinter Maxi, ja. So, und dann sind wir da aerodynamisch schon recht weit dabei, glaube ich. So, das heißt, die wirkliche Luft, die hier vorbeigeht, versucht man schön linear am Auto lang zu führen. Dann am Ende noch eine 3 mm Aluplatte drunter, um den Ganzen einfach genug Stabilität zu geben, weil man darf immer nicht vergessen, wenn dieses Auto bei 300 runtergedrückt werden soll, werden hier locker, also ich sag mal 100 Kilo werden da auf jeden Fall drauf sein. Weil wenn man selber so ein bisschen am Auto drückt, merkt man ja, dass man mindestens 100 Kilo braucht, damit da was passiert. Und 100 Kilo schaffst du natürlich nicht über dieses Plastikzeug. Deswegen schön dicke 3 mm Kante drunter. Zusätzlich mit so einem Schwert, Splitter, wie man es auch immer nennen will, dass die Luft wirklich lang gespalten wird, gerade unten runter kann und oben. Genau. Und schließt es gleich den Unterfahrschutz an. Und genau, das heißt, ich glaube, alleine durch diese 3 mm Platte ist da schon gut Stabilität drin. Dann zusätzlich noch diese Streben, die direkt auf den Längsträger gehen. Und ja. Boah, das habe ich selber noch gar nicht getestet. Ich stand dir neulich schon vor und habe dir schon gefühlt. Ja, bevor die auf dem Race abreißt, müssen wir die hier vorbereiten. Ja, hast du recht, aber cool. Das ist schon gut. Also, da kann man jetzt schon, kann man schon mit arbeiten. Das hat schon eine Funktion. Zusätzlich natürlich passend die Front auch zu. Das war allerdings schon letztes Mal so. Genau. Hat wahrscheinlich kaum einer darauf geachtet. Wir verraten es trotzdem, dass hier hinter alles schon dicht ist. Dass wir wirklich die jegliche Luft entweder nutzen für Abtrieb oder halt durch den Kühler schieben. Genau. Hinterm Motor kann es alles wieder raus. Nicht, dass jetzt der eine oder andere sagt, das wird irgendwie den Motorraum sprengen. Das ist nicht so. Hinter der Achse ist alles auf. Da kann das, und an den Querträgern auch, da kann es alles wieder raus. Hättet ihr gedacht, beziehungsweise hättest du gedacht, dass ihr so eine Lippe hinbekommt? Ich habe Carlos vertraut, aber es sah wild aus. Auf jeden Fall. Also A, diese Bauschaumnummer, so, mit der einen oder anderen hat es bei Instagram vielleicht verfolgt. Und dann hatte er wirklich mit GFK-Spachtel erstmal eine Form, dann negativ. Und ja, also für jeden, der jetzt zuguckt, es war einfach gar keine Zeit dazu da, das Ganze wieder über die Baltic Carbon, Chris Concepts und so weiter Wege laufen zu lassen, weil, was waren es jetzt, 4 Wochen oder so? Ja, ich glaube nur 3 sogar. 3 Wochen sogar nur, war wirklich in Windeseile wieder, aber theoretisch hat man jetzt einen Prototypen, den man dann wieder abformen könnte. Manche wird bestimmt lachen, wenn er die Form sieht, aber ja. Ist halt ein Prototyp, ist halt ein Prototyp, den man zur Not nochmal neu abformen kann. Wahrscheinlich ja. Aber ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare ballern, wie ihr es optisch findet. Und mal gucken, vielleicht kann man da. Ich habe auch viele, die geschrieben haben, ja, cool wäre gewesen, eins mit der Stoßstange. So eine Bergrenner-Optik quasi, ne? Am Ende des Tages muss auch irgendwie alles noch bezahlbar bleiben und das war so, denke ich, ein ganz guter Kompromiss. Und ich persönlich finde das gerade cool, weil jetzt passt es zum Rest vom Auto. Mhm. So, hinten mit dem Diffusor und dem Spoiler ist das Ganze ja schon relativ kantig und jetzt hat man hier auch nochmal so einen schwarzen Klotz drunter hängen mit der Kante und so. Selbst wenn man mal hier auf dem Trailer mal gegenfährt, passiert da erstmal nichts, ne? Das ist schon cool. Ja, wir hätten es mit
Den neuen Nockenwellen, liebend gerne jetzt auf dem Race getestet. Ist wie gesagt ins Wasser gefallen, konnten nicht fahren. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt als nächstes fahren. Ja, das war echt ein bisschen. Die ganze Nächte umsonst, ja. Aber es hat wirklich von morgens um 8 bis 18 Uhr durchgehalten. Das hätte keinen Sinn gehabt. Das war wirklich die Hölle. Ja, wir haben den Prüfstand auch noch mal ein bisschen analysiert. Also, er hat mit den Nockenwellen definitiv deutlich mehr Leistung. Muss man einfach so sagen. Ja. Diese letzte Messung mit den 990 PS waren jetzt 2,6 bar. Vorher waren wir ja bei 2,45 bar. Mhm. Und es sind definitiv alle Werte runtergegangen, was schon mal gut ist. Er ist noch kälter, klopft noch weniger. Und ich denke, da ist nach oben auf jeden Fall noch Potenzial. Bin mir sicher, du wirst das auf dem Race nutzen. Plus, man weiß ja noch nicht, ob das Ganze nicht mit den Pellen schon durchgedreht hat und so weiter. Ne? Ja. Das war ja am Ende keine perfekte Messung mehr. Ne? Also war auf jeden Fall auch der richtige Schritt. Ich nehme mal an, du willst es auch drin lassen. Das bleibt da jetzt erstmal so drin. Das bleibt auf jeden Fall drin, weil wir können ja dann zusätzlich noch höher drehen. Das heißt, die Ganganschlüsse und die Beschleunigung ist einfach in Summe noch mal viel besser mit den Wellen. Plus die kaputten Hydros in Vergangenheit hoffentlich. Genau, das wollte ich auch sagen. Weil da haben wir ja schon regelmäßig die Hydros immer tauschen müssen. Ne? Ja, also ich finde das Aerodynamikpaket auch Porno. Für einen TÜV-Prüfer ist es nichts. Aber ja, aber... Ich sag mal, da gibt es schönere Sachen, ne? Weil es gibt schon viele, die wirklich mit so einer Kante da unten rumfahren. Ne? Ja. Ich meine, was jetzt Problem sein wird, ist, dass sie unten raussteht. Schon beim Schrauben habe ich mich ab und zu dabei erwischt, wie ich so, ne? Aber das ist ja theoretisch auch nur die Aluplatte, die wir nochmal drunter gemacht haben. Ja. Ne? Die eigentliche Lippe hört ja schon ziemlich bündig genau da auf. Ne? Ja. Früher gab es doch solche Lippen auch mal für so ein Auto, oder nicht? Ja, es gibt immer noch Boomerang oder so heißen die Jungs, glaube ich, aus Amerika. Die bauen sowas ähnliches, ohne das an den Seiten. Kann sein, dass früher mal Riga, Rotex, keine Ahnung, sowas gebaut hat. Aber es war vor meiner Zeit genannt. Ist auf jeden Fall extrem schwer einzuschätzen, weil jetzt werden wieder einige fragen, was das Ganze bringt. Kann man wirklich schwer sagen. Wenn man es wirklich schafft, dass hier später 100 Kilo, 150 Kilo vielleicht runtergedrückt werden, weil 150 werden es nicht sein, aber lass es zwischen 70 und 100 sein, dann ist das schon nicht zu unterschätzen. Ne? Wenn das Auto vorne statt 50 Kilo leichter auf einmal 100 Kilo schwerer wird. Und man 0,3 bar mehr Ladung. Ja, mindestens. Ne? Ich hätte jetzt eher gesagt, dass man dann auf über 3 bar gehen kann, dann ist da schon Rambazamba drin los. Ne? Ja. Schade. War uns noch nicht gegönnt. So, aber das war erstmal kleiner Zwischenstand zu Marius Golf. Ihr wisst Bescheid, die 1000 PS sind noch nicht ganz gefallen, aber da werden wir dieses Jahr bestimmt nochmal dran arbeiten. Ich hoffe es, das hat es mir noch nicht gegönnt. Das nächste Mal allerdings bei Paul auf dem Prüfstand, wo wir direkt Prüfstand links, rechts an der Räder, dann gibt es die Probleme auch nicht mehr. Und dann hoffen wir, dass es am 17.10. beim TTT bzw. Final Race von der Late Night nochmal einmal zum Einsatz kommt. Hoffentlich, ja. Wenn sich wieder regnet, auf den Lausitzring. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.